Sesam, öffne dich. Chuck, alles gut? Was? Geht's dir wieder besser? Sollen wir mal kurz abwarten? Es geht. Also, ja, alles gut. Was ist gelb und kann um eine Ecke schießen? Banone. Was wächst aus der Erde und stinkt? Furze. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Erich, das hier ist Philipp, unser Kameramann. Wir sind gerade auf dem Weg nach Mannheim. Beziehungsweise wir sind in Mannheim, wir sind auf dem Weg zum Motrip-Konzert. Wir werden dort Interviews machen mit Motrip, mit Ali Ass, eventuell mit Joker. Und ihr seid live dabei. Ich glaube, es ist besser, wenn du mal in die Kamera hältst. Für mich hat der Tag eigentlich ziemlich beschissen begonnen. So, ich habe einfach mal 6 Stunden geschlafen, bis ich da geweckt wurde heute Morgen. Und ich war einfach total erkältet. So, ich habe Krypostat dabei, so, ich habe Nasenspray dabei. Aber naja, muss. So professionell wie wir sind, ziehen wir das natürlich durch. Wir gucken uns die Location an, wir suchen uns irgendwo ein Plätzchen. Ich habe mit Ali vorhin schon telefoniert. Der hat auf jeden Fall richtig Bock. Der hat vor allem auch richtig Bock auf eure Fragen bezüglich seiner Haare. Also auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, wa? Ja, macht er immer so die neuen Haartrends, glaube ich, oder? Er ist ja generell. Er war einer der Vorreiter von dieser Hipster-Frisur mit diesem Knopf oben dann. Ja, er sagt ja von sich selbst, dass er der Neuzeit-Hippie ist. Inwiefern das mit der Frisur irgendwie zusammenpasst, werden wir ihn gleich fragen. Ja, und wie geht's dir so? Mir jetzt? Ja. Ja, gut soweit. Das ist Philipp, unser Kameramann. Bisschen wortkarg. Ja. Ja. Also, um auch mal dich aufzuklären, so, ich habe mit Ali Ass abgesprochen, dass wir ein Interview machen mit ihm und mit. Also, erstmal mit ihm solo. Also, wir werden über sein neues Album ein bisschen sprechen, auch über seine EP. Ich habe noch ein paar andere Fragen vorbereitet, auch bezüglich seiner Tour. Ich habe eure Fanfragen auf jeden Fall dabei. Da Toxic am 6.3. im Urlaub sein wird, wenn die Jungs in Düsseldorf sind, werden wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht mache ich auch einfach mehr über das Album. Ich habe es leider noch nicht gehört, also die haben es mir noch nicht geschickt, weil es einfach noch zu früh ist. Genau, mal gucken, wie wir es machen. So, Roos wird auf jeden Fall jetzt am Sonntag in, also wahrscheinlich ist es schon längst vorbei, wenn diese Folge hier rauskommt, aber der wird auf jeden Fall zu Motrip und Ali Ass und Joker nach Dortmund fahren. Wird da auch nochmal was losdrehen. Ja, und dann habe ich noch geplant, dass wir ein Duo-Dai machen, und zwar mit Motrip, Ali und Joker. Mal schauen, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es geht einfach darum, möglichst schnell Reime zu finden. Ja, wir müssen gucken, ob die Zeit reicht, ob das passt. Und als Viertes habe ich auch noch mal ein Interview mit Ali Ass und mit Motrip vorbereitet. So, ich glaube, die beiden hat man so noch nie gesehen zusammen im Interview. Deswegen glaube ich, wird das ganz interessant. Also, wir stehen jetzt direkt vor der Location. Hallo? Jo, servus Ali. Jo, was geht ab? Bist du schon da? Ja, ich bin im Bus. Ja, muss, da sind wir gerade bei dir vorbeigefahren. mit diesem. Nice. Hey, check, wo ihr parken könnt, weil ich weiß leider gar nicht. Ja. Ich bin so richtig froh, wenn ich gerade einen Satz rausbekomme. Beste Voraussetzung für ein Interview, ja? In diesem Bus sitzt irgendwo Ali Ass und chillt sein Name. Ja, übrigens, der Philipp hat sich bei uns mal beworben als Praktikant. Wann war das? Vor circa einem Jahr, anderthalb Jahren? Ja, ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich. Ja, wie hat's dir gefallen? War in Ordnung. Ja? Scheiß Chefs und überhaupt. Aber die Arbeitszeiten waren immer schlecht. Die Arbeitszeiten waren sehr geil. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag gechillt und so alle 2 Wochen einmal bei Toxic gedreht. Okay, gut, das stimmt. Ihr müsst dazu wissen, dass Toxics Arbeitszeiten plane ich zum Beispiel. Und er ist es, also er will, ich bin seine Sekretärin sozusagen, und er will das immer so machen, dass er einen Tag dreht und dann am besten dann 2 oder 3 Rapper interviewt. So, das heißt also, es gibt erstmal nichts zu tun und dann auf einmal so zack, gibt es mega viel. Roos arbeitet da zum Beispiel ganz anders. Roos fährt dann immer zu den Rappern hin, geht auf Konzerte, fährt in andere Städte, macht dann so viel wie es geht, aber alles auch spontan. Und bei Tox zum Beispiel, genauso wie bei mir, ist halt alles durchgeplant. Dadurch, dass ich auch keinen, ich wohne ja nicht in Düsseldorf, wie ihr vielleicht wisst, Toxic hat ja dort sein Büro und das Studio und so weiter. Dadurch fahre ich halt auch ein bisschen im Raum Heidelberg rum. Heute fahren wir zum Beispiel nach Mannheim. Dann nehme ich den Philipp mit, weil er hier aus der Gegend ist. Ja, und falls ihr auch Bock habt, irgendwie ein Praktikum bei uns zu machen und anschließend mit uns zu arbeiten, so, dann bewirbt euch. Einfach jobs@hiphop.de googeln. Und Philipp, kannst du es empfehlen? Sollte man machen, ja. War gut.
Hat es dich in deinem Leben weitergebracht? Ja, offensichtlich. Jetzt kriege ich Kohle dafür, dass ich es mache. Ja, siehst du, so muss es sein. Was anderes außer Kohle? Ja, Spaß natürlich. Sesam, öffne dich. Jo, was geht an? Chuck, alles gut? Ja, Mann. Rein. Filmst das Film? Ja. Ja, Film auf jeden Fall schon mal. Ich muss nur ganz kurz hier noch klar Chef machen. Bist du ganz alleine hier? Jetzt gerade ja, auf jeden Fall. Bist du auch der Busfahrer? Nee, auf gar keinen Fall. Boah, wie fett ist das denn hier? Guck mal. Ja, genau. Ich würde mal sagen, frisurentechnisch hat sich Ali auf jeden Fall hier von dieser Ananas inspirieren lassen. Gibt es irgendwas, was du mir nach einem Interview nicht verraten willst? Bitte? Gibt es irgendwas, was du mir nach einem Interview nicht verraten willst? Dann wär's jetzt ganz bestimmt, auf jeden Fall. Dann wäre es jetzt eine gute Möglichkeit, nicht weißt du? Verraten, ehrlich gesagt, ja. So, aber... nee, genau, also machen wir da noch mal kurz Pause? Nee. Also es wird jetzt die ganze Zeit gefilmt? Ach Quatsch, nein. Okay. Verdammte Scheiße. Nee, alles gut. Ja, schauen wir halt einfach mal, wie sich's weiterentwickelt. Eine Minute machen wir noch. Das okay, ist cool. So ist es am besten, weißt du, einfach die Leute überfallen mit der Kamera. Okay, Kamera gut, in die Fresse halten und dann einfach aufnehmen. So. Ich muss gerade hier noch meinen Bart stutzen. Und mir wird ja sowieso nachgesagt, ich bin der Rapper mit dem krümmsten Bart. Also der relativ schief ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt diesmal hinbekommen. Aber ja, ich bin dann auch mal relativ verplant, weil ich wenig schlafe. Ja, aber guck mal, welcher Rapper ohne Bart? So, weißt du, was ist jetzt schlimmer? Ach, kommt ganz drauf an, ne? Heutzutage haben ja eigentlich sehr, sehr viele Leute Bärte. Aber ich weiß auch gar nicht, warum wir über die Gesichtsbehaarung von anderen Männern so viel... Das ist Homo-Shit. Das ist echt extremster Homo-Shit, ja. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Seit einem Monat circa, ne? Nee, ja, so 3 Wochen jetzt. Vierte Woche. Beginnt jetzt. Ja. Ja, krass. Ich würde sagen, wir lassen Ali jetzt erstmal entspannen und sich frisch machen fürs Interview. Ja, wie gesagt, also ich war gerade dabei. Ich habe mich gerade frisch gemacht, als ihr reingekommen seid. Und mach das noch schnell fertig und dann geht's los, würde ich sagen. Alright. Wir checken mal, ob wir drehen. Wir gucken, ob wir hier drehen oder vielleicht noch hochgehen. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal hier was vorbereiten und vielleicht noch das ein oder andere Gericht in den Ofen schieben. Pause. Und dann gibt's vielleicht später auch noch das ein oder andere Schmankerl. Läuft. Bis gleich. Cool. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Erich und wir sind heute bei Ali Ass zu Gast. Und zwar ist Ali Ass heute mit Motrip unterwegs, Motrip, Joker und Zilla, wie ich gesehen habe. Jo, wie geht's dir? Bestens. Okay, ich würde mal sagen, dann beenden wir das Interview an dieser Stelle, bevor du mir noch aufs Maul haust. Nee, ich hau nicht aufs Maul. Wie gesagt, und nochmal, ich hau niemandem aufs Maul. Aber wenn mir jemand versucht, einen aufs Maul zu hauen, dann nehme ich alles, was ich finde und versuche ihn... warte, wie kann man das jetzt sagen? Ich brimm ihm um. Also das ist eine konkrete Norddrehung an alle. Jo, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Interview. Katastrophales Interview, oh mein Gott. Bitte, scheiß einfach auf die letzte Dreiviertelstunde, was da passiert ist einfach. Ich bin ein Internet-Larry, so wie ihr auch. Also bitte, kauft meinen Scheiß und ja. Okay, Freunde, herzlich willkommen auf hiphop.de. Wir haben einen kleinen Location-Wechsel gemacht. Wir sind immer noch mit Ali Ass hier in Mannheim vor der alten Feuerwache. Hier ist schön warm, wir haben einen chilligen Strandkorb, können uns ein bisschen näher kennenlernen. Ey, können wir noch mal ganz kurz pausieren? Ja. Geht das? Ja. Können wir noch kurz pausieren? Ja, geil. Ey, ich muss nur ganz kurz, weil sonst sterbe ich. Ey, Pause. Was jetzt auch so richtig geil war, wir sitzen hier, haben eine geile Location, haben angefangen, ein Interview zu machen. Ich habe die Anmoderation schon gedreht. Und auf einmal Ali Ass sagt, ey, stopp, ich muss gehen. Ne? Wir sitzen hier, wir gucken uns an, so wissen gar nicht, was los ist. Dann schaut euch mal bitte das hier an. Was gibt's Feines? Na, ist irgend so eine Suppe. Mit Brot. Aber muss gerade voll sein. Ich glaube, deswegen war ich gerade so krass genervt am Ende von unserem Interview. Weil wir haben es jetzt schon 16:30 oder wie spät ist es? Also wir haben jetzt fast eine Stunde gedreht. Ja, und ich hatte heute nur eine halbe Banane gefrühstückt, nur Homo. Ich habe verschiedene Bedürfnisse als Musikkonsument und manchmal habe ich halt Bock auf was Stumpfes, was nur Future-mäßig ist, ne? Und dann höre ich nur dieses Album und wenn ich halt dann irgendwie mal Bock habe, keine Ahnung, mehr auf Lyrics zu achten oder was weiß ich, entweder dann höre ich mein altes Nas-Album an oder irgendwas Aktuelles, was irgendwie auf Lyrics
Wert legt. Und ich, ja, ich glaube, bei mir ist es ehrlich gesagt so, dass es beides ist. Also, dass du sowohl... Bei uns ist so, wenn wir dich in unser Herz schließen, dann schließen wir dich auch in den Bus ein. Shoutout an Pussy 2111. Das die Leute denken, auch sehr gefährlich. Nein, das ist ein Typ. Und das Schlimme daran ist... Fabelhafte Befehle, Mädel. Genau. Und ey, sorry, ich bin gar nicht im Bild. Nein, super. Ach so. Pussy ist ein Mann und ja, kam in Wien vorbei. Aber worauf du jetzt hinaus willst, weiß ich gar nicht. Nee, aber wir können auch noch gemeinsam zu deinen Vorwürfen auch noch mal Stellung beziehen. Ich muss ja auch noch beziehen, dass ich dein Album geschrieben hätte. Hatte die wirklich Vorwürfe? Also, ja, einfach wäre es ein bisschen vermessen halt bei jemandem, der selber als so mit der Ghostwriter in Deutschland gilt. Ja, eben, das ist nur, dass ich zufällig auch einer mit der Ghostwriter bin, dass wir halt zu zweit jetzt hier sitzen. Klar, stell dich kurz vor, sag, wer du bist. Servus, mein Name ist Messai. Ich komme hier aus der Neckarpromenade in Mannheim. Shoutouts an die Neckarpromenade. Und ja, so weit, so gut. Also, 16er direkt. Wir spiegeln uns im gläsernen Mondlicht. Deine Haaresbreite fehlt zwischen geht nicht und lohnt sich. Hier, wo das Leben scheinbar Fehler vom Tod ist, wollen alle diesen Weg gehen, der dich zum Thron bringt. Keiner versteht, dass wir schon ewig in Not sind. Niemand zu sehen, der uns mal Leben ein Boot schickt. Die Mittel fehlen, also baue ich ein Floß mit allem, was leicht treibt und dabei auch noch Großes. Richtung Mond ohne Navigation. Es geht hoch, alles fällt leicht ohne Gravitation. Wir bewegen uns kaum wie eine Animation und leben zu Hause, da wo Mami noch wohnt. Wir machen Party und so, während die Engel sich streiten und vergessen unsere Pläne für eine Menge vor Scheiße. Wir wollen bessere Zeiten auf dem Dragstrip. Und allen zeigen, diese Zeilen sind bei weitem unvergesslich. So, für diesen Agro-TV-Look, ein bisschen Kamera bewegt. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Rapper findet. So, der hat sich gerade vorgestellt, so, die haben sich gerade vor Motrip und so weiter ein bisschen zeigen wollen. Jo, schreibt es in die Kommentare, wir sind gespannt. Jo, Freunde, mal ein bisschen Feedback für euch. Wir haben jetzt insgesamt 2 Interviews mit Alias gemacht. Einmal ein normales Interview zur Tour, zu seinem Album und so weiter und so fort. Und einmal ein Interview mit euren Fanfragen und da hat sich einfach Motrip dazu gesetzt. Ich habe sowohl Alias solo als auch nochmal zusammen mit Motrip drauf angesprochen, ob Alias sein Album geschrieben hat. Da gab es ja jetzt irgendwie heiße Internet-Gerüchte. Ich habe mit ihm über Euphoria gesprochen. Ich habe mit Motrip und Ali über ihre gemeinsame Zusammenarbeit gesprochen. Ist auf jeden Fall ein sehr krasses Ding geworden und das Beste kommt zum Schluss. Wir haben eine Folge Do or Die gedreht und zwar haben wir uns einfach, es geht so in Richtung Freestyle. Joker hat ein Substantiv genannt und wir mussten dazu einen Reim finden. Also es ist echt eine sehr unterhaltsame Runde. Ich glaube auch dieses Ding wird als erstes kommen. Seid mal gespannt, ich weiß es noch nicht genau. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf das Konzert. Schauen uns auch ein bisschen von der Bühne aus alles an. Ich versuche auch noch mal ein bisschen was mitzufilmen. Ihr wisst ja, ich kann nicht immer alles filmen, weil wir haben die Rechte an den Liedern nicht. Das heißt also, wenn die irgendwas aufnehmen, was nicht uns gehört, dann kann man das Video löschen, bla bla bla. Wir kriegen YouTube-Strike und so weiter, dann ist alles weg. Deswegen, wir gucken einfach mal, was so geht. Bevor Philipp jetzt wieder erfriert, weil er muss eigentlich schon den ganzen Tag auf mich warten, so, ne? Aber wenn sie Guten Morgen in SA spielen, dann können wir das verwenden, oder? Ja. Wobei, also eine Guten Morgen NSA, wenn ihr das vielleicht nicht wisst, so, da haben wir ja die Rechte dran, weil es im Rahmen unserer Insider-Geschichte entstanden ist, deswegen bin ich gespannt so. Aber ich weiß von Motrip, dass er den Song selbst nicht so gerne spielt. Wir gehen jetzt rein und werden auch noch ein bisschen beim Soundcheck aufnehmen für euch. Wir gucken mal, was da so geht und was da passiert und fangen für euch so ein bisschen die Dynamik auf. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Anschauen. Das ist eine alte, ungewichste Version, weil der Beat knallt halt nicht, oder? Nee. Das wird auffallen, also jeder andere. Ja, ich habe auch gefragt. Ein VP ist ja ganz offen, tun was dazu? Ja. Ja, das stimmt. Es ist nicht zu überhören, egal wo es herkommt, ich schwör's euch. Ist auf meinem Handy, mit dem kannst du Scheiße machen, aber es ist zu I'm sorry.
Freunde, ich habe jetzt den geilen Saxophonisten hier am Start. Also ich hoffe, wir können die Szenen verwenden, wie du eben gespielt hast, weil wir haben ja natürlich die Rechte nicht. Müssen wir schauen. Wie kommt es dazu, dass du heute hier spielst? Ich kenne den Axel, das ist der Keyboarder, und ich war mit einer Freundin am Sonntag auf einem Konzert in Frankfurt, und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, und irgendwann hat dann einfach mal der Mo gemeint, komm doch einfach nach Mannheim vorbei. Mhm, geile Sache. So, wie lange spielst du schon Saxophon? Saxophon seit 7 Jahren, also jetzt seitdem ich 12 bin. Aus welcher Richtung kommst du? Das kommt ja schon so ein bisschen aus dem Bereich Jazzmusik. Ja, das Saxophon an sich ist viel im Jazz verwendet, aber ich hatte sehr gute Lehrer und ich hatte leider auch nie Lust auf Jazz. Und deswegen hat es mich immer zum Pop und zum Hip-Hop hingezogen. Ja, lustig, weil diese Art der Improvisation, das kommt ja aus dem Jazz. So, weißt du, so. Theoretisch kommt es aus dem Jazz, aber man kann immer damit machen, was man möchte. Ja, also man kann selber einfach seine Struktur gestalten und so. Ja. Deswegen ist das völlig cool. Wie hast du Mo kennengelernt, so als Person? Mo ist ein super cooler Typ, ganz sympathisch, manchmal sogar ein bisschen weicher als er tut, aber ich glaube, das ist auch ganz gut. Das hat man ja vorhin gesehen, so, du hast ein Mega-Solo gespielt und er so, ja, aber hier, guck mal, das muss noch anders. Ja, so. Ja, das muss er fühlen, weil das sind ja seine Songs. Das sind seine Songs. Das kann ich auch gut verstehen, weil er will es ja so haben, wie er es möchte. Ja, aber es ist das, was er ihm so in der Szene nachsagt, so, dass er Perfektionist ist und dass es sehr schwierig ist dadurch. Aber so wird auch im Endeffekt entsteht dadurch halt ein qualitativ hochwertiges Produkt. Auf jeden Fall. So, und das zweite Solo war auf jeden Fall auch krass. So, bist du aufgeregt, das Lampenfieber? Auf jeden Fall, ich bin schon seit heute Mittag aufgeregt. Ja. Wie hast du geschlafen heute Nacht? Wenig. Hörst du selbst Rap? Weißt du, mit wem du da auf der Bühne stehst? Ich weiß, mit wem ich da auf der Bühne stehe, na klar. Ich höre gerne Hip-Hop, aber ich kenne mich leider nicht so super aus. Ja. Aber ich höre es super gern. Also ich liebe Hip-Hop, ich liebe diese ganzen elektronischen Beats und auch natürlich mit Liveband ist das viel, viel cooler. Und Sprechgesang mag ich sowieso sehr, in Fachkreisen auch Rap genannt. Cool. Wie heißt du denn? Sag nochmal kurz deinen Namen, so, wo man dich verfolgen kann, wenn man irgendwie was von dir abchecken möchte, ob du vielleicht auch anders irgendwie Musik machst. Wenn man mich abchecken möchte, kann man mich einfach im Internet finden, einfach Tim Eden eingeben. Ich habe eine Homepage, tim-eden.de, und da findet ihr alles auch im Facebook und Instagram, bin ich überall vertreten. Ja, cool. Alles klar. Danke dir. Ich mach dich fame. Ich mach dich berühmt, Hadi. Bro. Guck mal, du sagst, du machst mich berühmt. Das berühmteste Interview, was du je gegeben hast, das krasseste, was du je fabriziert hast, war mit mir, Bro. Weißt du was? Was ich je in meinem Leben negativ fabriziert habe, war auch mit dir, Bro. Hadi Eldor, höchstpersönlich. Aber ist auch unser erstes Interview, richtig? Ja. Haben uns aber getroffen, haben uns getroffen schon. Getroffen haben wir schon, ja, aber bloß noch nie interviewt. Ja, nicht weil ich so schön nicht, aber du hast auch noch nie angefragt. Nee, Quatsch. Ja. Guck mal, wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns auf Festivals oder so, und da ist Toxic dabei. Und Tox ist halt immer noch der Chef. Ja. Ja, also, Tox, ich feier ihn auch. Nicht mehr lange, aber Tox ist immer noch der Chef. Und wird es immer bleiben, meinte er. Cool, dass wir das machen, Alter. Ich freue mich auf die Fanfragen gleich. Ja, jetzt habe ich festgenagelt. Ich gebe mich mal umziehen. Willst du mit hochkommen, sollen wir oben die Fanfragen machen? Ja, komm. Dann hast du einmal alles, oder? Ja. Komm, lass mich hin. Was soll's? Jetzt will ich mein Lob abholen. Lass mich kurz auf Toilette gehen. Okay. Und dann. Wenn du magst, kannst du ein bisschen quatschen. Hell yeah. Oh, geil, Selfie Stick. Endlich ein Selfie Stick, ja. So. Oder wo da? Sag mal ehrlich, wie ist es mit ihm zu arbeiten, ja? Was ist Hölle? Was ist gelb und kann um eine Ecke schießen? Banone. Was wächst aus der Erde und stinkt? Furzel. Was, Rosa und behindert? Michi. Was ist die schnellste Pflanze der Welt? Rasen. Auf Zack. Erzähl mal, was das Schlimmste an deinem Chef? Oder ist es dein Chef, kann man das so sagen, oder dein Arbeitskollege, ne? Ich wollte denken, was ist das Chef, hast du gehört, Chef? Ja, das Schlimmste war heute, dass er mich eine halbe Stunde in der Kälte hat stehen lassen, aber sonst gibt es nicht viel. Aber er zahlt gut, sagst du? In der Kälte stehen ist nicht so nice, Digga. Ja, ich glaube und hoffe, dass das alles nicht reingeschnitten wird. Also, ich zeige euch mal unser nichtssagendes Backstage, einfach in der Zwischenzeit. Ich will die Produktion hören. Ganz wichtig. Aki sagt, ich darf den Pullover nicht mehr tragen. Weil das durch das Kreuz so ein bisschen so Ilo-mäßig kommt. Ilo-Swag. Und da auch noch so ein bisschen Ficker ist und so. Okay, so richtig Weltzerstörung, ja? Weltverschwörung. Also verschwörungstheoretischer Snapchat-Ghost. Okay, so kenne ich einen guten Aki. Das stimmt allerdings. Der spielt auch kein Lotto, weil man da 6 Nummern braucht. Ja, also? Ja. Krass. Auf Spaß. Der glaubt doch alles, so, da ist der Chef zurück. Machst du den Roos, ja? Ja, ich versuche den Roos zu machen. Was machen wir den Roos kurz?
Ja, was geht ab? Boah, gerade aufgestanden, sorry. Ah, wie sieht denn die Frisur aus? Ah, okay. Ja, was geht ab, Freunde? Lange Rede, schalt das Intro kurz. Und dann, ich will mich gar nicht cool machen. Es gibt keine Roos-Shirts bald und auch keine Roos-Alben. Auch kein Roos-Merchandise. Roos ist auch gar nicht der Beste von hiphop.de. Doch, ihr wisst, alles kommt. Merchandise wird kommen, Album kommt, Roos der Beste von hiphop.de. Ich grüße alle anderen von hiphop.de. Hey Morris, jetzt sag was Lustiges, bitte. Ich hab 5 Minuten geredet, da war nichts Lustiges. Dicker, was Lustiges? Warte, soll ich dir kurz was Lustiges zeigen? Hier ist was Lustiges. Oh, also, eine Nahaufnahme so, weißt du? Mit guten lustigen Geräuschen dazu. Also Freunde, wir werden gleich hier das Motrip-Interview machen und mit euren Fanfragen. So, der Junge macht gleich in der Stunde, hat er seinen Auftritt. Nimmt sich für euch extra noch die Zeit, so, wir wollten es auch eigentlich schon gar nicht mehr machen. Aber Motrip hat gesagt, er will es auf jeden Fall machen, so hat es auch retweetet, so, deswegen machen wir das auf jeden Fall, wir ziehen es durch. Ja, abonniert den Kanal. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Erich, sein Name ist Motrip, ihn kennt man besser als mich. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut und das hält sich fast die Waage, würde ich sagen. Ihr werdet immer populärer. Mir geht's sehr gut. Alias, welches Album ist dein Lieblingsalbum von dir selber? Warum zeigst du mit 2 Mittelfinger dabei? Aber sag mal. Einfach so. Aber sag mal, welches würdest du sagen? Euphoria? Oder? Ja. Wieso da hast du ein Floskel-MC? Nö, das kann jeder sagen. Jeder sagt, mein letztes. Ja. Nee, mein nächstes. Ja, also Ali streitet sich mit jedem Türsteher, weil er nie sein Dings dabei hat und quasi sagt, ey Digga, ich tritt dir gleich auf, lass uns rein. Die sagen, sorry, wo ist dein Ausweis? Da gibt's Streit. Dann stehe ich im Backstage in München, also der Laden heißt Backstage und da kann man so quasi aus dem Fenster auf die Schlange gucken. Das Publikum war mittlerweile komplett drin, es war also leer und da saß noch eine Frau im Häuschen. Fenster ist zu, ich höre also nichts, aber ich sehe Ali, wie er diese Frau anschreit, weil da 2 Freunde von ihm waren, die halt nicht reinkamen oder... Das schien so und das sah aus wie eine Hollywood-Szene. Ich gucke aus dem Fenster, da siehst du Ali Hass in seiner vollen Pracht. Richtig am Durchdrehen, weil seine Freundin nicht reinkommt. Es ist wahrscheinlich nur lustig, wenn man dabei war. Was geht ab, Freunde? Mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Wir haben Interviews heute gedreht mit Ali Hass, mit Motrip und Ali Hass zusammen. Mit Motrip Solo. Wir haben eure Fanfragen, sind wir durchgegangen. Hier seht ihr nochmal einen Blick auf die Bühne. So, es geht irgendwie in 15 Minuten los. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch zeigen können so von den Aufnahmen, weil wir ja nicht die Rechte an den Songs haben, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Aber ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen, dass ihr genug gesehen habt. So, schreibt in die Kommentare, was wir das nächste Mal besser machen können, was ihr unbedingt noch sehen wollt. Und schreibt auch Fragen, so, die ihr an Ali Hass und an Motrip habt, weil Roos trifft sich auf jeden Fall noch mit den beiden. Am Sonntag, glaube ich, also in 4 Tagen. Der Tag ist vorbei, so, ich bin voll geplättet. Ich bin egal im Eimer so. Voll auf Grippostat und auf Wasser die ganze Zeit. Ich trinke Wasser und habe trotzdem voll den babbigen Mund. Jo. Hast du letzte Worte, Philipp? Gangzeichen. Für alle, die nicht wissen, das ist eine Schlagersendung. Alle anderen machen nur Hip-Hop.